Moin, mein Name ist Benjamin Niemeyer und ich arbeite seit November 2017 hier im Porsche-Zentrum in Hamburg als Online-Verkäufer. Der ein oder andere von euch kennt mich vielleicht schon von diversen YouTube-Videos, die wir hier gedreht haben oder aus den Instagram-Stories. Was gibt's noch zu mir zu sagen? Ich bin 1984 geboren, hier in Hamburg und bin damit ein waschechter Hamburger Jung. Mein erster Berührungspunkt mit Porsche. Ich kann mich noch daran erinnern, ein guter Freund von mir, der hier auch arbeitet und schon ein bisschen länger dabei ist, ist so 2012, 2013 mal mit einem 911 Cabrio bei mir vorbeigekommen. Und er hat mich dann auf eine Spritztour mitgenommen und ja, ab da war ich infiziert. Weil wenn man einmal da mitgefahren ist, gerade auch Cabrio offen, da hat man so dieses ganze Porsche-Feeling einmal so aufgesaugt. Und seitdem bin ich da nicht mehr so richtig von losgekommen. Alster oder Elbstrand? Nun, ganz einfach. Auf der Alster sind ja nur Segelboote zugelassen. Auf der Elbe darf man auch mit Motorbooten fahren. Und da ich sehr gerne Wakeboarde und mit einem guten Freund zusammen auch ein Boot habe, sind wir halt immer auf der Elbe unterwegs und ja, gehen unserem Hobby auch nach, nämlich dem Wakeboarden. Nun, das ist eine gute Frage. Da ich hier oben wenig Rennstrecken zur Verfügung habe und ja meistens nur die Autobahn vor der Tür ist, würde ich definitiv zum Turbo raten, weil der hat einfach mehr Power, mehr Leistung. Wenn ich eine Rennstrecke um die Ecke hätte, würde ich sofort auf eine GT3 gehen.